Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Disney Legacy Challenge mit unserer lieben Cinderella, unserer Margret, die hier in ihrem Lost Place im Moment lebt. Wir hatten in der letzten Folge einige Sachen aufgeräumt, das ein bisschen ordentlich hergerichtet. Außerdem hatten wir Prinzen einziehen lassen und wir befinden uns heute in Folge 6. Ich gehe mal auf Play und wir sehen hier, sie hat in der letzten Folge noch ihren Stickrahmen fertig gemacht. Den verkaufen wir. Nein, den muss sie noch fertig machen. Mach das mal noch fertig. Komm, bevor du ins Bett gehst, musst du das noch fertig machen. Ich wollte eigentlich, dass sie den ganz fertig macht, aber das hat sie noch nicht gemacht. Und dann hatte ich in der letzten Folge auch erzählt, dass sie praktisch nicht mehr lange hat bis zum Geburtstag, aber da habe ich mich verschaut. Sie hat noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Aber ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Wir gehen nicht in die Schule, aber bis dahin kann sie mit ihrer Stickerei Geld verdienen. So, du gehst nicht ins Bett. Du kommst hier und machst jetzt den Rahmen noch fertig, bevor du ins Bett gehst. Du bist nämlich gerade sehr inspiriert. Bist du oben im Bett? Okay. Also sie stickt jetzt hier oben im Bett noch, bevor sie schlafen geht. Fertig. Oh je, das dauert aber echt noch lange. Wobei es ist 22.12 Uhr und ihr geht es eigentlich noch ganz gut. Das kann sie gut noch fertig machen. Sie hat jetzt Level 2 der Stickfähigkeit erreicht. Super, Margret ist bereit, schwierige Muster anzugehen. Sie besitzt jetzt Muster für inspirierende oder lustige Redensarten. Hoffentlich findet sie die Nadel im Heuhaufen. Na toll, super. Aber hat sie gut gemacht, sie ist jetzt zur Hälfte fertig. Das schafft sie schon noch. Was hat sie hier für meisterhafte Stickerei? Margret musste alles auftrennen und dieselbe Reihe 6-mal neu stricken. Na und? Jetzt ist es geschafft. Oh wei, 6-mal. Ich liebe Kreuzstich-Arbeiten. Margret ist in ihrem Element und da sie etwas tut, was ihr gefällt, steigt ihr Spaßbedürfnis. Na ein Glück mag sie das. Und unser Hündchen möchte gerne spazieren gehen. Aber du kleiner Mats, du musst mal noch warten, weil wir müssen erst schlafen. Oder können wir noch spazieren gehen? Nee. Das machen wir morgen früh. Geh mal schlafen. So, Margret ist fertig. Hat sie es geschafft? Qualität ausgezeichnet. Dann verkaufen wir das noch und dann gehen wir schlafen. Ja, und wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Guten Morgen, heute ist Nacht in der Stadt. Unser Kätzchen schläft noch, aber sie muss als erstes mal duschen gehen. Genau, mach das mal. Unsere Tiere schlafen mit bei uns im Zimmer, wie süß. So, heute nehmen wir uns vielleicht mal das Bad vor. Das hatte ich ja auch noch nicht gemacht. Da hängen auch noch Spinneweben und dann ist ja die Maus da noch drin. Nach dem Duschen geht sie gleich nochmal auf Toilette. Und dann muss sie was essen. Und wenn dann unser Juicy aufgeschlafen hat, könnte man mit denen einen Spaziergang machen. Sie muss in einer Stunde in der Schule sein, da gehen wir aber natürlich nicht hin. Können wir uns eigentlich von der Schule abmelden? Aber sie könnte sich einen Urlaubstag nehmen. Sie soll mal einen Urlaubstag nehmen, solange sie noch einen Urlaubstag hat, kann sie das doch machen. Ja, sie hat 4 Urlaubstage, ja, die nehmen wir dann einfach. Da braucht sie nicht mal irgendwie Strafe bekommen oder sowas. Gut, also sie ist jetzt von der Schule befreit. Sie hat sich einen Tag freigenommen, das ist sehr gut. Dann geh mal bitte runter und iss mal was. Haben wir noch Reste? Jawohl, dann nimm dir mal Reste. Ja, hier unten sieht es jetzt schon ganz gemütlich aus. Als nächstes werden wir uns dann vielleicht mal noch die Lampen mit vornehmen. Aber erstmal machen wir oben das Bad noch. Dann lass es dir schmecken, liebe Margret. Ja, und du möchtest spazieren gehen. Wir gehen spazieren mit dir auf jeden Fall. Und zwar umarm ihn mal, gib ihm mal ein Leckerchen. Und wie können wir denn mit dir spazieren gehen? Das wird gar nicht angegeben. Wieso können wir mit ihm nicht spazieren gehen? Das ist ja sehr komisch. Ist das bei Tierpflege? Doch, hier bei Tierpflege spazieren gehen. Ach komm, dann geh doch mal joggen. Das ist doch mal eine gute Idee. Du bist eh wütend. Kontrollverlust, es reicht. Aber wir, was ist hier zum Erfüllen? Nach dem Erfüllen von Wünschen über Ängste reden. Okay, da brauchen wir mal jemanden, mit dem wir über die Ängste reden können. Und, gehst du? Gehen wir mal ein Stück mit, mal schauen, wo sie hinrennt und ob wir vielleicht einen Prinzen finden. Vielleicht treffen wir ja einen Prinzen. Das wäre natürlich cool. Freitag um 9 Uhr geht sie mit dem Hund joggen, sehr schön.
Oh, war's das schon? Ist hier warm? Naja, wenn du meinst, jetzt geht's in der Badekleidung joggen. Aber treffen tun wir niemanden, nein. Um die Zeit ist noch keiner da und war keiner wach. Ah, da ist jemand. Aber das ist kein männliches Wesen. Stopp, stopp, stopp. Wer ist das? Thomas Watson. Nein, keiner von unseren Prinzen. Okay. Könntest aber, wenn du hier bist, gleich mal mit deinen Vögeln über Physik, über Musik reden. Du bist auch kein Prinz. Denn wir wollen uns ja mit den Vögeln anfreunden, über Federn reden. Bringt das denn nichts? Haben wir ein Geschenk? Geschenk geben? Schokobeere? Vielleicht wollen die die... Oh, es ist ein bisschen grün geworden. Und? Oh nein, die wollten das nicht. Über Gefahren des Vogelschwarms reden, aber die haben's plus, aber der Daumen ist nach unten. Sie hat Level 4 der Fitnessfähigkeit erreicht, super. Oje, das hat ihnen nicht gefallen. Takt knüpfen, nach Fliegen fragen. Okay, mehr kann sie nicht machen. Da ist unsere Schwester, aber sie läuft weiter. Ein bisschen grün ist es ja geworden, das heißt also, da müssen wir jetzt jeden Tag auf jeden Fall mal ran, dass wir uns mit den Vögeln verstehen. Das ist auch kein Prinz, läufst du jetzt zurück? Sieht so aus, sie läuft heim. Halt, stopp. Nein, auch kein Prinz. So, oh, okay, sie läuft wieder zurück. Da sind Pilze, oder? Kann sie die sammeln? Nein, sieht nicht so aus. So, wir sind wieder zu Hause. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier die Tierschüsseln füllen müssen. Ja, sieht so aus. Aber da ist noch alles in Ordnung. Und am Tag würde ich aber sagen, gehen wir auf jeden Fall mal raus. Und da kommt unsere Schwester. Wir gehen aber, die brauchen wir nicht. Im Moment noch nicht. Aber hier wurde gekocht. Aber das ist alles verdorben. Ja, da kannst du nichts mehr nehmen. Gut, dann würde ich aber vorschlagen, wir gehen mal da oben angeln. Vielleicht trifft sie da ja einen Prinzen. Und manchmal wächst ja da oben auch was. Unwohl, was ist mit dir? Ermüdet wegen Training. Ja gut, du kannst jetzt beim Angeln dich ausruhen. Und wenn wir dann runtergehen, können wir hier Pilze pflücken. So, Margret, wo bist du? Das dauert ganz schön lange. Ah ja, da kommt sie. Das ist ein ganz schön weiter Weg da hoch. Aber vielleicht treffen wir ja einen Prinzen. Sehen tun wir nichts. Also die wohnen hier oben jetzt. Da sind sie zumindest, dort habe ich sie zumindest reinplatziert. Aber ich möchte die nicht besuchen gehen, das macht sie ja nicht. Sondern ich möchte schon, dass wir denen einfach mal so über den Weg laufen. Aber wenn sie jetzt hier hochgeht, da könnte sie eigentlich schon mal gleich die Pilze pflücken. Und zwar alle. Warte mal, geh mal noch nicht weiter. Tun wir uns hier Stück für Stück hocharbeiten. Hier ist was zum Graben. Ach, guck dir mal, da kommt unser Hundi mit hinterher, süß. Der lässt die Margret keine Sekunde alleine, sondern kommt lieber mit. Wo willst denn du hin? Was müssen wir denn eigentlich für unser Bestreben tun? Befreundet sein, okay. Kumpel und Fehlverhalten korrigieren. Wir haben noch gar nichts geschafft. Oh wei, oh wei. So, die Pilze hat sie eingesammelt. Und jetzt gräbt sie. Oh, wir haben zwei liebliche Pilze. Einen würzigen Pilz und einen sattgrünen Pilz. Gut, und jetzt gehen wir zum Angeln. Und sie hat noch so eine Box. Zeitkapsel. Die Hausaufgaben können wir eigentlich verkaufen. Die Zeitkapsel können wir verkaufen. Zwei Simoleons, so ein Pilz. Einer. Und auch bloß ein Simoleon für so einen Pilz. Das ist aber gemein. Hast du jetzt hierher gepieselt, ja. So, dann angeln wir mal. Und er legt sich hier in unsere Nähe, süß. Und sie fühlt sich immer noch so unwohl, ermüdet. Hallo, ihr Prinzen, könntet ihr vielleicht mal hier rauskommen? Was macht denn ihr? Schlaft ihr den ganzen Tag? Eigentlich Nacht in der Stadt können wir auch fast nicht machen, weil dann treffen wir jemanden. Womöglich. Agatha Knautschgesicht, was ist denn? Hallöchen, wir würden uns freuen, wenn du uns wieder einmal in Hanford und Beckley besuchen würdest. Wenn ich da jetzt draufklicke, geht sie da weg? Nein. Nein, danke. Wir gehen heute Abend vielleicht in die Stadt. Mal schauen. Sie hat einen Fisch gefangen, einen Goldfisch. Sehr schön. Aber wie gesagt, einen Prinzen haben wir leider nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gehen dann wieder heim. Immerhin haben wir jetzt 1796 Simoleons. Ah, nein. Nicht übertrinken aus Pfützen belehren. Mach das mal schnell. Und einen Fisch hat sie noch rausgeholt. Jetzt mach das mal bitte schnell. Levelaufstieg, Level 3 der Angelfähigkeit. Ja, das darfst du nicht machen. Maule nicht rum. So geht das nicht. So, dann gehen wir heim, würde ich sagen. Was machst du hier?
streicheln. Super. Oh, was ist jetzt? Streicheln, aber was ist jetzt? Was war das für ein komisches Geräusch? Halt, stopp! Sind da Prinzen? Ich komme da nicht mehr runter. Ach, jetzt, hier war doch gerade jemand. Da, kommt da jemand? Hoch? Thomas Watson. Das ist doch nicht, aber das ist doch kein Prinz, oder? Nein, sie möchte sich jetzt auf die Bank setzen. Jetzt habe ich schon gedacht, da kommt ein Prinz her. Aber doch nicht. Oi, bist du müde, dass du dich dahergelegt hast? Tatsächlich, wir müssen heim, wir müssen was essen und schlafen. Wobei ein bisschen Zeit ist noch und sie hat ja Hunger, dann soll sie doch zur Nacht in der Stadt gehen. Denn selbst wenn sie jetzt hier irgendwie erkannt wird oder so von irgendjemand, den sie kennen könnte, dann ist es ja trotzdem noch so, sie wohnt ja im Wald ganz oben. Das heißt also, das kriegt ja keiner raus. So, dann gucken wir mal. Die glückliche Stunde für geizige Sims. Es gibt alle Getränke zum halben Preis. Gibt's auch was zu essen zum halben Preis? Essen bestellen? Tatsächlich, das kostet gar nichts. Fleischpastete. Und schon hat sie das abgeschlossen. Vielleicht kommen ja auch unsere Prinzen hier runter. Das wäre natürlich auch cool, ne? Nein, kannst du vielleicht mit ihr reden? Nein, die kennst du nicht. Die kennst du auch nicht. Kennst du die Dame schon? Nein. Hier hat sich jemand zu uns gesetzt. Da müsste sie sich aber auch vorstellen. Ansprechen tun wir niemand. Es sei denn, es sind unsere Prinzen. Wenn uns jemand anspricht, ist es okay. Dass die sich, die unterhalten sich und müssen sich dann aber erst freundlich vorstellen oder so, das ist aber, obwohl die schon miteinander reden. Aber unsere Prinzen kommen nicht. Ist hier auf der anderen Seite noch jemand? Nein? Kein Prinz. Nein, hier oben ist niemand. Sie muss jetzt erstmal auf Toilette gehen, das soll sie machen. Es ist Ladies Night, der perfekte Zeitpunkt, um einen Abend unter den Mädels zu verbringen. Na, das ist doch schön. Sie hat halt auch keine Freunde weiter. Hier draußen sind noch welche. Aber unsere Prinzen kommen nicht. Schade eigentlich. Vielleicht müssen wir dann doch schauen, dass wir mal bei denen vorbeigehen. Und was schaust du hier? Ein Sim im Liebeswahn will sie schauen. Aber du bist sehr müde. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Wir gehen wieder heim. Wir machen noch eine Kreuzsticharbeit und dann verschwinden wir hier. Es ist niemand da von den Prinzen zu sehen. Oder kommt jetzt jemand? Nein. Es kommen aber immer wieder neue Gäste. Kann sein, dass wir auch die Prinzen verpassen, wenn wir jetzt heimgehen. Aber das ist egal. Wir gehen jetzt heim. Sie ist müde. So, wir sind zu Hause angekommen und dann soll sie noch eine Kreuzsticharbeit anfertigen und dann würde ich sagen, wir machen mal Redensart, Maskottchen in kleinen Ring. Wir machen mal, man lernt jeden Tag dazu. Und um hier ihre Wünsche so zu erfüllen, ich meine, das können wir uns kaufen, aber die anderen Sachen, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, mit dem wir reden können. Ich würde sagen, das nächste Geschwisterkind, was uns besucht, mit dem reden wir mal. Aber vielleicht treffen wir ja irgendwann auch unsere Prinzen. So, sie macht jetzt noch ihre Kreuzsticharbeit und dann schicke ich sie ins Bett. Ich hoffe, dass das so klappt. Was hat denn unser Hündchen bloß? Wir haben nicht mehr viel zu machen. Streichel ihn mal. Oh, hast du jetzt aufgehört? Nein, sie hat's fertig. Dann können wir das verkaufen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell was essen, duschen und dann ins Bett. Ich hole euch dann am nächsten Morgen zurück. Guten Morgen. Es ist Samstag um 11, fast um 11. Und Margaret steht auf, holt sich jetzt was zu essen. Und während sie sich was zu essen holt, gucken wir uns mal hier im Bad um, was wir da machen können. Und hier oben mal ein bisschen Ordnung schaffen. Das würde ich mir heute mal vornehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch unsere Prinzen besuchen können. Ich gehe erstmal in den Baumodus. So, da räumen wir ein was weg. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, aber das waren 1804 Simoleons. Waren es jetzt 806 Simoleons, die wir haben? So, dann haben wir hier oben so einen Riss. Das zweite, ich mache mir immer Striche, was ich hier wegräume. Hier oben haben wir eine Spinnwebe, die weg. Hier haben wir auch noch so einen komischen Pfütze. Dann hat man gesagt, diese Badewanne ist nicht, da kann man nichts machen. So, wie sieht denn das hier aus? Sind da Fenster dahinter?
Ja, ja gut, dann lässt sie das so. Und jetzt nehme ich mal hier bloß die Dinger beiseite, um zu gucken, ob da Mäuse dahinter sind. Aber hier ist gar keine Maus. Wieso da Mäuse rumrennen, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe es wieder zurückgemacht. Jetzt nehme ich mal die Dusche hier weg. Sind da Mäuse versteckt? Nein. Das ist auch komischerweise nichts, dass ich hier irgendwie von draußen... Oje, das Dach sieht aber ganz schön zerlöchert aus. Was sind das? Das kann man auch wegtun. Ja, keine Ahnung, wo da die Mäuse herkommen. Habe ich nicht gesehen. So, und hier machen wir jetzt aber mal eine richtige Wand hin, oder? Was kann man hier alles wegnehmen? Eins, zwei... Ah, da ist noch ein Eingang. Okay. So, jetzt habe ich schon 10 Sachen entrümpelt, aber... Ups, gucken, wie wir das hier machen können. Das kann weg, das kann weg. So, diese komischen Rohre können wir auch wegmachen. Die sind alt. So, dann können wir da hier vielleicht zumachen. Ich glaube schon, oder? Halt rückgängig. So, da haben wir noch was. Und den Sessel können wir wegräumen. Und hier die Bretter noch. So, und wie kriege ich diese Löcher zu? Okay, das haben wir weg. Das ist gut. Und jetzt müssen wir hier mal noch schauen, wie ich das hinkriege. Aber das wird rot. Das geht nicht darüber. Okay, jetzt ist das größer geworden. Was wollte ich ja überhaupt? Ich glaube, jetzt habe ich es. Juhu, jetzt habe ich das Loch weg. Und aber wo ist die Treppe hin? So, jetzt ist erstmal wieder unsere Treppe da. Jetzt muss ich nochmal schauen. Also das hatte ich jetzt fast weg, aber dann war die Treppe mit weg. So, jetzt habe ich es geschafft, ohne dass die Treppe mit weg ist. Super. So, also dieses Loch haben wir auch zugemacht. So, für diese Wände rausreißen, da würde ich aber sagen, da nehme ich auf jeden Fall mal 10 Simoleons, weil das ja doch eine größere Aktion ist, diese zu entfernen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal hier diese Stolperstellen weg. Es sieht zwar immer noch ziemlich, naja, schmuddelig aus, aber wir sind auf dem besten Weg, würde ich sagen. So, Margret sitzt jetzt hier unten und isst ihr Frühstück. Ich muss 36 Simoleons abziehen. Dann haben wir noch 1770. Das ist eigentlich sehr schön. Das mache ich jetzt gleich mal richtig. So, da stimmt das wieder. Und unsere Margret geht auf Toilette. Und wer ist das hier? Mit Felix flirten. Sympathien sollten nicht ignoriert werden. Ich wollte aber eigentlich, dass du dich mal mit diesen anderen da triffst. Weißt du was, du kannst mal... Können wir sagen, wo du mit ihm hingehst? Nee, können wir nicht. Ich möchte die Prinzen eigentlich heute schon noch kennenlernen gerne. Und du sollst doch nicht mit irgendjemandem flirten. Ich würde schon gerne wissen... Ah, nein! Über Haufen fressen belehren. Ganz schnell. So geht das nicht, Freund. Und außerdem würde ich ja auch mal gerne, dass das die lernen, Katzenklo säubern. Aber irgendwie lernen die das nicht. Das haben wir doch schon ein paar Mal gemacht. Ich verstehe es. So, sie ist glücklich. Dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder hoch an unseren Berg. Ah, hier oben ist auch ein Vogelschwarm. Das ist natürlich gut. Haben wir uns mit dem angefreundet oder waren das andere? Also wir gehen jetzt da auf jeden Fall hin und wollen mit denen über Musik reden. Das ist schon herrlich, oder? So schön. So, sie kommt jetzt. Mara! Oh gosh! Camille! Sombra! Bankaru! Kanoi mi Senefesh! Okay, das hat einen Gefallen. Können wir hier ein Geschenk geben? Fisch geben? Gib mal einen Fisch. Vielleicht wollen sie einen Fisch haben. Und gefällt euch das? Nein. Daumen nach unten. Kontakt knüpfen. Fragen, ob die Vögel echt sind, ob denen das gefällt. Können wir noch ein Geschenk geben? Wir haben da noch die Vogelbeeren, oder? Ja, aber die geht... Das geht nicht. Die Schokobeeren, meinte ich. Über Zwitschern reden. Kontakt knüpfen. Nach Schwarmwissen fragen. Ah, jetzt geht's ein Stück hoch. Das sieht ja wirklich schön aus. Das sieht ja schon gut aus. Wer ist das? Mit Rami plaudern. Hallo, grüß dich. Wir wollen aber jetzt weiter hier hoch zu unseren Prinzen gucken. Hier sind wieder Pilze gewachsen, die können wir einsammeln. Eine Pflanze entwurzeln machen wir nicht. Und wir gehen jetzt wieder hier hoch zu unserem Angelplatz. Sie schaut gar nicht weiter nach links und nach rechts und geht einfach angeln, nachdem sie die Pilze eingesammelt hat. Ihr seht schon, sie guckt nach unten.
Sie ist auch sehr traurig. Sie überlegt nach dem Sinn des Lebens. Komisch, gerade war sie doch glücklich. So, was hast du jetzt für ein Problem? Warum kannst du nicht angeln gehen? Warum geht das nicht? Weil du zu traurig bist. Auf jeden Fall geht sie hoch. Sie möchte jetzt ein bisschen die Natur genießen, geht wieder den Berg hoch an ihren Angelplatz. Wie gesagt, sie schaut auch gar nicht nach links und rechts. So, jetzt kommt sie. Möchte eigentlich einfach nur angeln gehen. Aber so richtige Lust hat sie auch nicht. Sie ist richtig traurig. Die Fische beißen auch nicht. Deswegen gibt sie das Angeln auf und dreht sich rum und sieht da ein Häuschen stehen. Und denkt sich, wer da wohl wohnen wird. Ich klopfe einfach mal an die Tür. Vielleicht, hä, wieso? Die wohnen doch dort. Ich verstehe das nicht. Ich habe die doch einziehen lassen. Haushalt aus Galerie einziehen lassen. Das habe ich doch gemacht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin doch da oben. Da oben wohnen die doch. Bin ich falsch gelaufen? Nein, ich bin doch da hochgelaufen. Das ist ja sehr merkwürdig. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also gut, dann müssen wir reisen. Also ich probiere es jetzt mal mit Reisen, dass wir da hinreisen. Vielleicht wohnt dann da jemand. Aber wir stehen genau davor und können da nicht hin. Aber ich denke, das liegt am Reisen. Ja, das ist doch das Häuschen. Also ich habe jetzt echt gedacht, das liegt am Reisen. Denke ich, weil wir da nicht hingereist sind. Unser Papa will mit mir reden, aber das machen wir nicht. Stell dich mal bitte freundlich vor, das ist hier unser Mark Voss. Hallo, machst du das jetzt? Halt, stopp, bleib da! Warum machst du das nicht? So, er ist reingegangen. Wir probieren es nochmal. An die Tür klopfen. So, das sind unsere Prinzen. Sie darf reinkommen und dann soll sie sich einfach mal den beiden Herren vorstellen. Sagen, hallo, ich war gerade hier oben auf einer Wanderung. Stell dich mal freundlich vor. Und stell dich hier auch freundlich vor. Wir machen immer bei beiden dasselbe. Und wir müssen ja auch nichts überstürzen, aber zumindest, dass es sie mal kennt. Und sie ist extrem wütend, weil sie wieder Kontrollverlust hat. Naja, ob die dann das dich toll finden, wenn du so rumtrubst hier. Okay. Alobi. Omof. Dag. Sie hat sich mit Konstantin und Marco vorgestellt, oder besser gesagt den beiden vorgestellt, aber der Konstantin, der redet gleich mit ihr über Autos, der heißt ja auch Opel, da muss der gleich über Autos reden. So, es ist schon wieder 18.40 Uhr, also das heißt, sie wird wahrscheinlich da nicht lange bleiben, aber ich gehe erst, wenn die aufhören zu interagieren. Oh, 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 oh. Schaut euch das an. Die schimpft mit denen. Oh, oh, die kann den nicht leiden. Er, sie schon, aber sie mag das überhaupt nicht. Oh, 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 oh. Also so ganz mag sie den überhaupt. Oh, oh, schau dir mal. Bei ihm ist es grün. Oh, 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 oh. Oh, wei, oh, wei. Die sind ja richtig wütend. Warum kannst du den nicht leiden? Warum bist du so und er versucht zu schlichten hier? Aber die stänkern beide, oder? Er schimpft auch mit ihr. Okay, also die beiden mögen sich mal überhaupt nicht. Aber stänkerst du jetzt mit ihm auch noch so rum? Nein. Ihn magst du lieber. Oh, 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 die ist richtig wütend. Verbotene Wörter brüllen. Jetzt hör mal auf. Jetzt ist Schluss. Also den kannst du... Oh Gott, guckt euch das an, wie die den angiftet. Aber nur ihn. Ach du liebe Zeit. Und er sitzt wie bedeppert daneben. Der Konstantin. Schaut zu Fernsehen. Und redet mit niemandem mehr. Aber dann würde ich auch sagen, dann gehen wir jetzt. Du kannst hier nicht einfach Fernsehen gucken. So, wir sind wieder zu Hause. Sie hat Hunger. Es ist 20.12 Uhr und ich würde sagen, unser Abendritual besteht ja aus Essen. Sortiere mal das verdorbene Essen aus und dann müsstest du was kochen. Wir machen mal wieder unseren Gartensalat. Oh je, ist die wütend. Und sie will schon wieder Feuer löschen. Wir haben gar kein Feuer. So, jetzt geht sie sich was zu essen kochen. Dann wird sie auch noch einen Rahmen sticken.
einen Stickrahmen und dann wird sie wieder ins Bett gehen. Was machst du? Alles okay bei dir? Wumms, der war zu. Ja, sie sollte ja das verdorbene Essen aussortieren und Essen machen. Aber ihr Lieben, an der Stelle und alle Tiere sind vorm Kühlschrank und schauen, ob sie was abbekommen können. An dieser Stelle werde ich die Folge beenden. Das passt. Wütend hat sie das Messer in der Hand. Ich hoffe, sie tut sich nichts damit. Ja, wie gesagt, ich werde die Folge beenden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns, so hoffe ich doch, bald wieder. Tschüss und ciao.